der neue für nächstes Jahr. Tachchen ist weg. Einmal. Es wird auch nicht, gut, oder? Es wird auch nicht besser nächstes Jahr. Aber ich musste mir zum Pflaume bunkern, weil das sind ja dann wieder Limited Editions, die auslaufen. Und das ist ja dann wieder ein Problem. Mhm. Und der ist einfach so himmlisch, göttlich, nee, himmlisch, göttlich, lecker, dass wir zweimal, oh, du hast gebrannte Mandeln, der hat natürlich auch nicht schlecht gerochen, nicht mal? Ja, gut, ich weiß. Da habe ich dann zwei mitgenommen. Mhm. Und ein richtiges Schnäpperchen haben wir gemacht beim Perwoll Renew. Kaufland. 2,09 €? 9. Ey, habe ich mir gleich zwei gebunkert. Na, drei, hast du drei Flaschen hast du mitgenommen, ne? Ach, ja, aber eine blaue noch. Aber ach, zwei von den Blütenrausch, dann nämlich kein Waschmittel, Weichspüler. Aber Weichspüler, hier. Kuschelweich. Kann ich auch empfehlen. Glücksmoment. War auch sehr, sehr gut vom Geruch. Dann hatte ich Bock auf Pomelo. In der Hoffnung, dass die schmecken. Drückt mir die Daumen. Und noch so ein Ding. Also Kasonga. Jede Seite eine. Gut. Ja? Besser? So, dann war wahrscheinlich wegen Silvester runtergesetzt Erdnüsse auf 1,09 €. Sonst 1,99 €, glaube ich, stand dran. Das sind hier pikant gewürzte. Die kosten normalerweise 4,79 € nebenbei. Ja, dann die auch 1,09 €. Waren voll die 1,09 € Preise heute. Ja. Kann man auch nicht meckern für einen Notfall. Ja. Vor allem, oh, weil sie sonst 2,50 € kosten. Hier ist nochmal gebrannte Mandeln. Mein Traum bitte. Tada! Zimtpflaume. Tada! Ist schön, wenn Schatzi die Teepackungen genau nach unten packt und dann das Waschmittel drauf. Merkt euch das bitte. Muss man so machen. Hier. Achso, warte mal kurz. Wir haben jetzt eine neue Regel. Immer wenn sie meckert, kriegt sie einen Kuss von mir. Ja. Und irgendwann muss ich aufhören zu meckern, weil sie gar keinen Bock mehr auf die Küsse hat. Einmal Müllbeutel. Was denn da? Echo. Toffifee wollte Kilian haben. Ja. War oh, auch. Armicelli gab es hier nicht. Nee. Und dann Crazy Wolf. Danke. Dann hier nochmal eine Packung. Einmal. Ach so, ja. Das habe ich mir ebenfalls für 2,09 € mitgenommen. Ja. Das wasche ich aber mit Weichspüler. Dafür nehme ich immer Weichspüler und für die Blütenrausch Renew ohne. Warte mal kurz. Einmal so. Einmal so. Und das noch dahinter. Und hier ist meine zweite Flasche. Warte kurz. Also meine Amicelli nicht hatten, musste ich zu Aschenputtel greifen. Dann waren die Marzipankartoffeln auf 54 € oder so runtergesetzt. Ja. Also da war ja logischerweise viel nach Weihnachten runtergesetzt. WC-Ente Aquakörbchen. Eine ganz normale, stinknormale Salami für die Sandwiches. Jetzt siehst du aber auch das hier heute. Das habe ich mir geholt. Und einfach nur noch Crazy Wolf. Und runtergesetzt war, das habe ich mir heute gegönnt, Dr. Pepper waren aber auch nur die zwei letzten für 69 € das Stück. Das Stück. Yeah. Und sie hatten nur noch zwei, die haben wir uns mitgenommen. Genommen. Wuhu. Und jetzt richtet Schatzi mir mein Weihnachtsgeschenk ein. Ich habe nämlich eine Klobürste bekommen, eine elektrische. Ja, die ist jetzt programmiert. Und die wird jetzt programmiert, damit ich damit besser arbeiten kann. Willst du links drehen oder rechts drehen haben? Manchmal bin ich links und manchmal Rechtshändler. Okay. Wo ist die Klobürste? Wo ist sie hingelegt? Die liegt drüben noch verpackt. Oh, ja. Im Karton. Grün ist links oder rechts? Grün ist links oder rechts? Guck mal, Patty, falls du guckst, deine Kerze brennt. Die sieht so schön aus in diesem Gold. Voll edel. War? Die sieht gut aus, ne?
So, dann stellen wir jetzt mal die elektrische. Oh, warte, der Tee ist wertvoll. Ich mach meine Nägel übrigens noch länger. Habt ihr Bock oder was? Wie geht denn das? Ach so, lebst du da nicht mal mit mir? Doch, aber wie geht denn das? Na, ich kürze die immer. So? Ja, da lacht sogar alle, mein Sohn. Aber diese spitzer, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob square oder ein bisschen spitzer. Das habe ich von Jolien bekommen. Guck mal, eine Tastatur mit Maus und Desktop-Staubsauger. Oder so ein Tischstaubsauger. So süß. Elektrische Klobürste, Maja. Ja, Schatzi hat mir eine elektrische Klobürste geschenkt. Mhm, damit sie auf Toilette besser arbeiten kann. Ich finde das so toll von dir. Ja. Nicht? Dann läuft es alles geschmeidiger. Man hat besser Ideen. Es flutscht vorne und hinten. Okay. Das hören wir gerade. Du fragst doch immer, was machst du denn? Einrichten, ne? Hier? Nee, ich kann den so schon mal einrichten jetzt. Ach so. Erstmal voranrichten. Oh nein, mein Tee. Anschließend kann ich später, aber ich kann jetzt auch. Okay. Aber dann machen wir an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Das Ambiente im letzten Video rein. Okay, ich mach mal Ambiente. So. Oder? Ach, wo war die Stimme? Oder? Also, die waren, wie teuer waren die? 77 Cent. 77 Cent. Davon, bei dir. Bei Kaufland. Davon haben wir verschiedene Versionen mitgenommen. Eine ganze Stiege. Sozusagen eine ganze Stiege, genau. 24 Stück. Das ist hier alles noch drin. Und deswegen kommt der Beutel jetzt einfach mal zur Seite. Hm. Bei vier Treppen brauchen wir, glaube ich, ein künstliches künstliches. Oh, du schwitzt auch voll. Ich schwitze gar nicht, schon. Wieder zuckt. Ich schlage ihn hier und bei mir zuckt er. Bei den Frauen, die ihn schlagen, da schlägt er nicht zurück. So. Das war gar keine Frage. Berliner haben wir. Aua. Behandeln Sie mal scheiße. 6 macht 18. Wow. Tada. Ich bin so stolz, mit dieser Frau zu sein. Die kann Mathe. Krass. Wenn sie nicht andere kann, sie kann Mathe. Hm. Ja, morgen hat der Kilian Geburtstag. Der letzte im Bunde dieses Jahr und dann ist ja Silvester. Deswegen, eigentlich wollte er Baklava haben, aber hatten sie nicht. Da hätte man jetzt extra zum türkischen Markt fahren müssen. Auf den letzten Metern, nö. In Berlin ist voll. Mhm. So, weil wir ja dann gleichzeitig noch Jolins Geburtstag mitfeiern sozusagen, obwohl wir ihn ja gefeiert haben, kommt dann hier nochmal so eine Koppenrad und Wiese Mischung. Kannst du ja mal kurz erzählen, was da Schönes drin ist? 11,90 Euro ist da drin. So ein bisschen Kuchen. Leute, 22 Mark. Aber es ist lecker, das muss ich sagen. Und der Bienenstich, den kenne ich, der ist super lecker. Hier. Oh, dann werde ich den essen. Dieser Rolle hier ist auch super lecker. Den liebe ich sowieso. Die haben plötzlich das Apfelding drin. Dieses Apfelding mit Mandeln und drauf ist das geilste überhaupt von Koppenrad und Wiese. Haben sie leider nicht da. Ich hole es ja immer, wenn es im Angebot ist. Heute hatten wir das nicht Angebot und hatten keinen Bock mehr woanders hinzufahren. Ansonsten kriegt man für 7 bis 8 Euro. Rucola, ach nee, Ricola. Rucola, davon haben wir aber zweimal genommen, weil es morgen Salat gibt. Die hast du dir genommen, die kannst du ja mal zeigen. Ja, Schokoflex. Warum wir den Schokokosten kaufen, wenn die 1,50 Euro günstiger sind? Und mehr drin ist noch am Ende. Ja. Nämlich 215 statt 175 Gramm. Guten Appetit. Und nochmal fast 2 Euro günstiger. Chili con carne Tüten gibt es morgen als. Was heißt guten Appetit? Deftige Speise. Letztens hatte ich die von Aldi, die Hausmarke davon. Die haben richtig Hammer geschmeckt. Ich komme nicht an die günstigen Marken ran, weil ich immer Pech hatte. Dann habe ich mir Werther's Original mitgenommen. Eigentlich sind sie ja im Originalen hart. Jetzt sind hier Salt. Oh. Salted Cream. Oh. Kriegst du keinen. Oh. Ich koste vor. Oh. Spuck aus, ich möchte Spuck im Mund rein, okay? Okay, sehr hart. Naja, die kann man aber kauen. Hier ist eine Füllung drin. Mhm. Aber so. Hier ist die Füllung ein bisschen heftiger aus, ne? Ja. Für den morgigen Tag Chili con Carne. Baguettes, die ich dann einfach in den Ofen knalle.
für Silvester, da feiern wir mit meinem Bruder. Gibt es hier so die typischen Leikies-Dinger. Bei mir sehen die Dinger aus, als hätte ich irgendwie Samentropfen. Apropos Samen, mein Goldi hat wieder abgeleicht. War klar, oder? Die sah ja auch sehr fett aus, also mein Axolotl. Und da warte ich bis heute Abend, hole dann die Fischeier. Hol dann die Eierchen raus, was? Mhm. Primel zwar runtergesetzt auf 1,90 Euro. Die waren auch runtergesetzt, die Doritos. Auch? 1 Euro noch was. Mhm. Haben wir das Klassiker. Classic Paprika. Wann hast du das gemacht? Nee. Mhm. Hättest du was sagen müssen. Kilian kriegt hier noch symbolisch sein Geschenk noch dazu. Der steht ja so auf. Das steht da noch. Sind aber Fontänen, ja. Also nicht denken, dass es hier so eine Knallbatterie ist. Ist eine Effektbatterie. So. Und außerdem ist ja der Sinn und Zweck beim Knallen Geister vertreiben. Wenn man kontrolliert knallt, finde ich es aber auch nicht. Quatsch. Wenn man unkontrolliert knallt, finde ich es auch nicht toll. Also Effekte finde ich schön. So, für einen Nudelsalat, den ich für meinen Bruder vorbereite, für Silvester, wollte ich eigentlich Schleifennudeln, waren alle aus dem Regal und mir dann von Barilla zu teuer für 1,69 schon runtergesetzt. Dann habe ich einen Knall. Nee. Also gibt es Spiralen. Dann, ach nö, ey. Jetzt ruft jemand an. Paprika. Getrocknete Tomaten für morgen. Dann für 5 Euro was das Ding, ja? Quatsch, 4 Euro. 4 Euro ist was? Getrocknete, ach. 8 Mark. Dressing für den Salatmogen. Mach ich sag nur, was das für Arschlöcher sind, was die einen abziehen. Ja, ist doch die ganze Zeit so, sind wir doch nicht die Einzigen. Ja, dann müssen wir aufhören zu essen jetzt alle. Ja, würde ich gerne, aber wenn es um meinen Sohn geht. Nee, ganz aufhören zu essen. Ganz Deutschland wird auch zu essen, dann werden die Preise so günstiger. Hm. Dann schafft man ein künstliches Überangebot. Passierte Tomaten. 8 Mal. Brauche ich für Chili con Carne. 8 Mal. Mhm. Und 4 Mal die Knorrs. Und vielleicht das 3 Mal, ne? 1,5 Kilo Rinderhack. Oh, ich freue mich drauf, ey. Ich habe so einen Bock drauf. Aber warum hast du keine roten Bohnen genommen? Finde mir gerade ein. Ach, da hast du rote Bohnen. Die habe ich nicht gesehen. Ich hatte auch so die weißen genommen. So, eine Gurke, weil die so aussieht wie seine. Hat er sich gefreut im Laden. Gab es einen extra Kuss. Lassen wir einfach mal träumen, ne? Sie hat mich geküsst in dem Moment vor allen Dingen. So wie ihr immer sagt, ja, du hast recht, du hast recht. So, nochmal Doritos. Nacho Cheese. Der musste einfach nochmal mit. Schatz, bitte sag mal dazu. Moment. Oh, weil ich weiß, die ist bald vorbei. Ich habe mir 1, 2, 3, 4 Dinger hier gebucht. Pflaume. Pflaume, Gurke, ist das spannend. Kriegt hier ja noch zu seinem Geburtstag hinzu heute Nacht. Alkohol? Eben nicht. Die Celebrate-Version. Macht man die unten auf? Ja. Ah. Ja, da gibt's nee, oben. Nö. Bier habe ich noch mitgeholt. 16 Flaschen für mich morgen, weil ich mich abfülle. Das waren, glaube ich, nur 5. Die werde ich gleich mal auch wegstellen. Gibst du mir die Flasche, Schatz? Ja. Mann, ich hatte hier noch Dressing. Ich Dummkopf. So, jetzt haben wir gleich alle Tüten. Ach nein, da sind ja noch 4. Träumen weiter. Dann haben wir 2 hier nochmal. Dann für den Salat morgen natürlich. Salakis, aber der war runtergesetzt. Da habe ich mich gefreut auf 1,69. Mais für Nudelsalat und Chili con Carne. Hier haben wir die ganz normalen Softies. Nochmal Rucola. Die sind lecker mit Schokolade. Dann mach doch auf. Dann 2-mal Butter. Hier noch eine Chili con Carne Tüte. Und einmal Classic Cola für mich. Kannst ja nicht mal mit den anfangen hier mit Zero und Sugar Free und so ein Kram. Klassisch Spezi. Mhm. Einfach Schweppes Wildberry. So.
auch das steht hier unten. Was für ein Sport soll man eigentlich machen? Wir machen hier den Treppensport. Hört ihr auf, Leute? Super Amerikaner. Amerikaner hat sich Jolien gewünscht für morgen. 2 Packungen. Dann habe ich hier für 30% Salat mitgenommen. Der kommt dann in den großgemachten Salat. Die Benjamin-Blümchen-Torte muss sein, egal welches Kind, welches Alter. Jolien hatte sie auch, selbst mit 23 dann. Stand die schön auf ihrem Tisch. Hier ist mein zu viel gekauftes Dressing. Aber ich denke mal, das wird ja, so man leer gemacht. Hier haben wir unser 1,5 kg Hack. KG Rinderhack. KG RH. 1,5 KG RH. War runtergesetzt, habe ich mich sehr gefreut. Brauchte ich nämlich, weil ich nicht weiß, ob die Bohnen reichen übers Neujahr. Wobei doch, sehe ich gerade. Da steht ja die blaue Tüte. Ein frisches Baguette für heute, weil es nämlich noch frisch ist. Dann statt Schmand oder saurer Sahne habe ich hier, reicht völlig aus, Sparta, den sahnigen griechischen Joghurt Natur mitgenommen. Schön zum Vermildern. Eine leichte Säure dann in Chili con Carne reinhauen, wenn jeder will oder wer möchte. Hier nochmal passierte Tomaten. Ungarische, oh Schatz, kannst du sagen? Salami. Ich stehe so weit. Ungarische Salami. Von Pick. Made in Germany. Bitte sag. Ungarische Salami made in Germany. Du hast dir einen hier mitgenommen, ne? Mhm. Ist er jetzt auf die Idee gekommen, dass die günstige Salami ja richtig gut schmeckt? Hat auch mal. Komm, du bist bereit, ne? Hier ist noch ein Becks. Becks mich am Arsch. Dann brauche ich für den Nudelsalat Gewürzgurken. Dann hier noch die andere Dose Mais. Hört nicht auf. Nee, hört echt nicht auf. Miracle Whip für den Nudelsalat. Hat ja alles nicht mehr in den Wagen gepasst, die großen Einkaufswagen bei Kaufmann, ne? Dann Geflügelfleischwurst. Eine Ringwurst. Für den. Nachher, wenn wir genau nicht sind. Für wen? Für den Salat. Nudelsalat. Hm. Super. Ah, hab aufgepasst. Und die letzte Tüte. Ich dachte, die wären leichter. Kannst du da ein bisschen Platz machen? Wohin denn? Auf jeden Fall ein Trichter. Ich weiß nicht, warum Schatz hier auf dem Trichter fährt. Mein Eiweiß damit abfülle. Weil er ja so viel Sport macht. So, weiße Bohnen. Weiße Bohnen. Zitronen. Die auch. Hier Schafskäse in dreifacher oder vierfacher Ausführung. Einmal Tomaten. Nochmal Baguettes für morgen. Nochmal Paprika. Huch. Kartoffeln werde ich auch reinschnippeln in die Chili con Carne Dings. Macht satt, neutralisiert ein bisschen. Nochmal. Wie viele Baguettes habe ich? Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das gut zu sehen da. Irgendwie habe ich mich verschätzt. Naja. Was für ein teuer Brot. Nochmal. Ich glaube, ich kann ganz Berlin mit meiner Chili con Carne versorgen. Mhm. Dreimal weiße Bohnen. Und hier nur noch Softgetränke. Nee, ich mache es in einem Barbie-Topf. Spezi und normale Cola. Okay, Quizfrage. Was ist ein Barbie-Topf? Von Barbies. Und ein Whiteberry. Schwebs. Verstehe ich gar nicht. Wieso willst du jetzt was für ein Barbie-Topf? Kennst du Barbies? Die Puppen? Ja. Barbie-Topf. Ach, das war Sarkasmus. Wow, krass. Ja, danke. So wird man hier behandelt. Das ist schön, ne? Steht voll drauf. Nein, Name. Der geht mir voll leider. Dann gehen wir mal davon aus, wenn sie jetzt ein bisschen softer wäre im Leben, dann hätte sie gesagt, ja klar, Schatz, habe ich so einen großen Topf, ne? Aber ich sagte, nö, Barbie. Was für ein Barbie-Topf? Was ist das jetzt? Wie kann man denn aber so eine Frage stellen? Mein Topf, okay, der steht irgendwo da unten. Ja, da brauchst du so einen richtigen Wäschetopf, brauchst du ja für. Ja, wir wünschen einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Ja. Fliegt schön rein, bleibt gesund, passt auf euch auf. Fliegt rein.
fliegt rein, rutscht rein, feiert schön rein. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. 2023. In alter Frische. Machen wir klar. Sind ja nur 2 Tage noch. Ja. Ja. Aber sie macht jetzt auch Urlaub im Januar, bis Ende Januar. Das heißt, da kommt gar nichts mehr von ihr. Also gar keinen Bock mehr hat gerade. Und eigentlich würde sie lieber auf eine Südseeinsel oder beziehungsweise oder Spanien. Das wäre jetzt auch was mit 22 bis 25 Grad im Moment. Ja, und da schön unter Palmen liegen, anstatt hier. Wie kann man denn so quälend reden, ey? Ja. Das ist ja wirklich voll fies. Ja. Ja, wäre natürlich mein absoluter Traum. Ja, dann würden wir mal unseren Jahrestag abwarten. Wir haben keinen Jahrestag. Doch? Nee, garantiert nicht. Haben wir. Nein, haben wir nicht. Definitiv. Tschüss. Macht's gut. Wink doch mal nett. Ist das schlimm, wenn ich schon gebucht habe? Ja. Habe ich aber schon. Hast du nicht? Noch? Tschüss. Weißt auch nicht, wo es hingeht. Das ist die Überraschung. Wie du da so. Weißt du schon? Das ist so typisch, so, wenn man dreht und hört die Fresse jetzt. Soll ich dir eine klatschen? Tschüss. Ja, abspannen. Wenn es zu Ende ist, wenn der Kopf raus ist. Liebe ist was Gutes, oder? Ja, Liebe ist was Wunderschönes. I love you. Guckt ihr euch diese Frau an. Ich liebe sie. Ich dich auch. Ich dich. Komm her, Schatz. Mach so. Tschüss. Wir werden dich gesund. Alright, good night. Sleep well in your Bettgestell. Und ich gehe zum Board. Tschüss. Eine Dose Mais kommt jetzt hier noch rein. Und dann haben wir's. So. Rutscht gut rein und lasst es krachen oder lasst es sein und macht schöne Sachen.